Moin Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Gestern kam ja das Season 3 Reloaded Update raus und mit dem neuen Update haben wir Warzone Ranked bekommen. Und ihr fragt euch wahrscheinlich, was sind die besten Waffen, die wir jetzt in Warzone Ranked und allgemein auch in Warzone spielen können, um gut abzuschneiden? Beziehungsweise, was sind die Meta-Waffen? Was ist die neue Meta? Das Ganze zeige ich euch heute in diesem Video. Deswegen lehnt euch zurück, genießt das Video, lasst am Ende des Videos gerne ein Like da, falls dir das Video gefallen hat. Und abonniere auch gerne meinen Kanal für mehr Videos von mir in der Zukunft. So, wir gehen einmal rein. Ich habe hier die erste Klasse für euch vorbereitet. Das ist hier einmal die Lachmann 556. Die wurde nämlich gebufft gestern mit dem Season 3 Reloaded Update. Und ich zeige euch, wie ich die spiele. Bei Mündung habe ich hier den Harbinger D20 drinne. Tuningsdaten auf der linken Seite plus 1,04 und unten haben wir plus 0,87. Dann habe ich bei Lauf den 15,9 Zoll Lachmann Rapplauf drin mit folgenden Tuningsdaten. Auf der linken Seite plus 0,34 und unten plus 0,15. Dann bei Visier das Zielhilfen V4 Visier natürlich drinne, wie bei allen Waffen bzw. bei allen Primärwaffen. Tuningsdaten, linke Seite minus 2,42 und unten ganz auf nah. Dann habe ich hier das 60-Schuss-Magazin drinne und den F-Tech Ripper 56 bei Unterlauf mit folgenden Tuningsdaten. Auf der linken Seite plus 0,18 und unten plus 0,17. So, ihr fragt euch wahrscheinlich, was habe ich hier eigentlich für eine Tarnung drauf? Warum sieht das bei mir so verrückt aus? Ich zeige euch das Ganze einmal. Wenn ihr hier auf Ändern geht, auf Tarnung, alle Tarnungen, dann auf Events, dann seht ihr, dass die Kirschblütentarnung hier animiert ist. Aber normalerweise sieht es nicht so aus wie hier. Ich benutze hier eine Blueprint-Variante. Das ist die Warzone 3-Jahres-Jubiläums-Variante, die wir damals im Shop bekommen haben, vor circa 2 Monaten. Und komischerweise ist die komplett schwarz und es sieht bei mir jetzt hier so aus. Aber die Kirschblütentarnung ist jetzt animiert. Könnt ihr benutzen auf allen Waffen. Sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Und was wir hier noch freischalten können, ist diese animierte Tarnung für den Abschluss von Raid Episode 3 auf Veteran bekommen wir diese verrückte Tarnung hier. Wirklich sehr geil. Die werde ich mir heute im Stream erspielen. So, ich würde sagen, ich zeige euch die Lachmann 556 jetzt einmal im Schießstand. Also wirklich sehr, sehr geile Waffe. Hat wie gesagt einen Buff bekommen. Und damit kannst du die Leute wirklich sehr, sehr gut weglasern. Ist auf jeden Fall momentan in der Kategorie absolute Meta. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. So, dann habe ich hier die Lachmann MP. Immer noch Meta, auch nach dem neuen Update. Und zwar mit folgenden Aufsätzen. Bei Mündung einmal XRK Sandsturm. Mit folgenden Tuningsdaten auf der linken Seite minus 0,31 und unten plus 0,23. Dann haben wir bei Lauf den L38 Falcon 226mm Lauf drinne. Folgende Tuningsdaten auf der linken Seite plus 0,21 und unten minus 0,31. Dann bei Laser den VLK LZR 7MW Laser drin. Tuningsdaten linke Seite minus 0,27 und unten haben wir minus 21,39. Dann habe ich hier bei Griff den Lachmann TCG 10 Griff drinne. Tuningsdaten auf der linken Seite plus 0,03. Also ihr könnt das so lassen, wie es ist. Und unten könnt ihr das auch so lassen, wie es ist. Dann habe ich hier das 40-Schuss-Magazin drinne. Falls euch das zu wenig ist, packt auf jeden Fall dann das 50-Schuss-Magazin rein und ihr seid fein. So, ich zeige euch die Waffe jetzt einmal im Schießstand. Fast kein Rückstoß. Lachmann MP immer noch übertrieben krass. Genauso wie auch schon vor dem Update. Sehr, sehr geile Waffe. Meine Lieblingswaffe für Close Range. Mit dieser Waffe spiele ich persönlich auch in Warzone Ranked, also wünsche ich euch viel Spaß damit und wir gehen weiter. Die ISO Hemlock hat jetzt einen Nerf bekommen, aber sie ist immer noch, wirklich immer noch gut, weil sie hat ja auch im vorletzten Update schon einen Nerf bekommen. Das hat irgendwie fast nichts gebracht und dieser Nerf jetzt hat auch irgendwie fast nichts gebracht. Ich weiß nicht, was da los ist. Die ISO Hemlock ist anscheinend unnerfbar, wie es aussieht. Man spielt sie genauso wie vor dem Update, also Harbinger D20 bei Mündung drinne, Tuningsdaten,
auf der linken Seite plus 0,68 und unten plus 1,0. Dann habe ich bei Lauf den Fielder T50 drinne, Tuningsdaten auf der linken Seite plus 0,15 und unten minus 0,22. Dann bei Visier natürlich das Zielhilfen V4 Visier drinne, wie bei jedem Sturmgewehr oder wie bei jeder Waffe für Long Range, außer bei Sniper. Tuningsdaten auf der linken Seite minus 2,61 und unten alles auf nah. Dann habe ich hier das 45 Schuss Magazin drinne. Und bei Unterlauf den F-Tech Ripper 56, Tuningsdaten auf der linken Seite plus 0,36 und unten plus 0,22. Ich zeige euch die einmal im Schießstand, aber dürfte eigentlich bekannt sein, wie die ISO so ist. Hat immer noch fast keinen Rückstoß und ist immer noch sehr, sehr krass, komischerweise. Ich verstehe nicht, warum die ISO immer so minimal nerven, dass irgendwie gefühlt nichts passiert mit der. Das ist wirklich sehr, 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 sehr crazy. Also immer noch sehr, sehr krasse Waffe. Und ich habe jetzt hier die F-Tech Siege. Das ist eine Pistole, Leute. Das ist die neue Waffe, die wir gestern reinbekommen haben. Zusammen mit der GS Magna. Und die F-Tech Siege ist die Tech 9. Die kannst du freischalten, indem du 50 Kills mit einer Pistole aus der Hüfte machst. Das kannst du auf Shipment 24/7 sehr gut machen und ich habe die auch schon auf Max gelevelt und ich zeige euch einmal, wie sie so ist, weil sie ist wirklich sehr, sehr krass, Leute. Und zwar bei Lauf haben wir hier den Supertech VI Lauf drin. Ich weiß nicht, was für eine Zahl VI ist, aber egal. Tuningsdaten auf der linken Seite plus 0,34 und unten haben wir minus 0,27. Und bei Laser haben wir den FJX Diode 70 Laser drinne, Tuningsdaten linke Seite minus 0,39 und unten minus 39,48. Dann habe ich bei Schaft den Heist LW Schaft drin, Tuningsdaten linke Seite minus 2,71 und unten minus 1,55. Und bei Griff habe ich den SUR 160 Griff drinne, Tuningsdaten auf der linken Seite minus 0,77 und unten haben wir minus 0,29. Und ich spiele mit dem 72 Schuss Trommelmagazin. Ja, es gibt ein 72 Schuss Trommelmagazin hier auf der Waffe. Ich zeige euch die Waffe einmal im Schießstand, weil sie hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch im Multiplayer eine sehr geile Waffe. Erinnert mich an die damaligen Rebirth-Zeiten mit der Tech 9 bzw. mit der Wellgun. Und was direkt auffällt, ist, du hast wirklich geisteskrankes Lauftempo. Du hast das beste Bewegungstempo mit einer SMG, die keine SMG ist, die eigentlich eine Pistole ist. Also wirklich sehr, sehr geiles Movement. Und so ist die Waffe. Sie hat eine extrem hohe Feuerrate. Man muss natürlich ein bisschen auf Rückschuss achten, aber es geht eigentlich. Also für eine Close-Range-Waffe macht es wirklich sehr viel Spaß. Hallo? Sehr geil, aber jetzt für Ranked nicht unbedingt gedacht. Ich würde sagen, für Ranked ist das eher was für Fortgeschrittene, die auch in Ranked mal was anderes ausprobieren wollen. Aber gönnt euch, wirklich sehr geil. Ich denke, diese Waffe ist auf Ashika Island wirklich am besten. So, jetzt geht's weiter mit der nächsten Waffe. Und zwar hier die Intervention bzw. die FJX Imperium. Die spiele ich folgendermaßen. Bei Mündung einmal den Neil Sound 90 drinne, Tuningsdaten linke Seite minus 0,99 und unten plus 0,94. Dann habe ich bei Lauf den Tech Command 19 Zoll drinne, Tuningsdaten linke Seite minus 0,23 und unten haben wir plus 0,35. Dann haben wir bei Laser den VLK LZR 7MW Laser drinne, Tuningsdaten auf der linken Seite minus 0,27 und unten minus 29,61. Dann habe ich bei Schaft den FJX Kilo Tech Schaft drin, Tuningsdaten auf der linken Seite minus 2,84 und unten minus 0,77. Dann habe ich bei Munition die .408 Explosivmunition drinne. Wenn du diese Munition hier nicht reinpackst, dann one-shottet die Sniper nicht auf den Kopf. Wenn die Munition drinne ist, dann one-shottet sie auf den Kopf. Tuningsdaten auf der linken Seite plus 0,63 und unten plus 7,84. Und die habe ich ein bisschen verändert im Vergleich zu meinem vorherigen Klassenvideo. Und zwar zoomt die jetzt schneller rein und macht einfach unnormal viel Spaß. Ich meine, Leute, es ist die Intervention. Es ist einfach die fucking Intervention aus MW2 2009 OG. Man kann diese Waffe gar nicht haten. Wie will man denn diese Waffe überhaupt haten? Beste Waffe. Liebe geht raus.
sehr, sehr geil. Die spiele ich zusammen hier mit der Wasnef. Wasnef immer noch, auch nach dem neuen Update, zusammen mit der Lachmann-MP, die beiden besten MPs meiner Meinung nach. Und zwar haben wir hier bei Mündung Spiral V3.5 Mündungsdämpfer drin. Tuningsdaten, linke Seite minus 0,48 und unten plus 0,4. Dann haben wir bei Laser den FSS Ole V Laser drin. Tuningsdaten, linke Seite minus 0,23 und unten minus 14,81. Dann haben wir bei Schaft den Markief R7 Schaft drin. Tuningsdaten, linke Seite minus 2,71 und unten minus 1,39. Dann bei Griff den TrueTech Griff drin. Tuningsdaten, linke Seite minus 0,35 und unten minus 0,13. Dann haben wir hier das 45-Schuss-Magazin drin und das war's mit den Aufsätzen. Ich zeige euch die Waffe einmal im Schießstand. Ich finde auch das Design wirklich sehr, sehr geil. Also pink bzw. lila mit der schwarzen Tarnung und das ist die Ranked Blueprint-Variante. Wirklich sehr, sehr nice. Und ich denke mal, die meisten wissen, wie die Wasnef ist, weil vor dem Update war die Lachmann-MP mit der Wasnef die besten Waffen für Close Range und das hat sich jetzt nach dem Update eigentlich nicht geändert. Wirklich auch eine sehr gute Wahl, aber mir persönlich gefällt die Lachmann-MP am besten. Dann habe ich hier noch eine neue Waffe mit reingepackt und zwar die SO14. Die SO14 wurde gebufft mit dem neuen Update und sie war ja auch vorher schon nicht schlecht und ist jetzt nochmal besser geworden. Wirklich eine sehr geile Waffe für diejenigen, die Einschusswaffen auch mögen und zwar spiele ich die folgendermaßen. Bei Mündung habe ich hier ZLR Talon 5 drin. Tuningsdaten, linke Seite minus 0,77 und unten minus 0,35. Bei Lauf habe ich den 22 Zoll Bohrmaster Lauf drin. Tuningsdaten, linke Seite plus 0,26 und unten minus 0,17. Dann haben wir bei Visier das Zielhilfen V4 Visier natürlich wieder drin. Tuningsdaten, linke Seite minus 2,42 und unten alles auf links, also alles auf nah. Dann haben wir bei Munition die Hochgeschwindigkeitsmunition drin. Tuningsdaten, linke Seite plus 0,41 und unten haben wir minus 0,29 und bei Unterlauf haben wir den Lock Grip Precision 40 drin. Tuningsdaten, linke Seite plus 0,57 und unten haben wir minus 0,28. Ich zeige euch die Waffe einmal im Schießstand und zwar ist die so und ist wirklich sehr, sehr geil. Die macht sehr viel Schaden und man muss sich nur an diese Waffe gewöhnen. Ich bin persönlich auch nicht der größte Fan von Einschusswaffen, aber ich konnte diese Waffe einfach nicht aus den Augen lassen, weil sie wirklich sehr, sehr krass ist. Macht extrem viel Spaß, eine sehr, sehr gute Waffe. Jetzt mit dem neuen Update wurde die Waffe auch gebufft und ist wirklich sehr, sehr stark. Die spiele ich hier zusammen mit der Vel 46. Die Vel 46 ist die drittbeste Waffe für Close Range, meiner Meinung nach, nach dem neuen Update. Die spiele ich folgendermaßen. Bei Mündung wieder den Spiral V3.5 Mündungsdämpfer. Und zwar habe ich hier folgende Tuningsdaten. Auf der linken Seite minus 0,81 und unten plus 0,28. Dann habe ich bei Laser den VLK LZR 7MW Laser drinne. Tuningsdaten, linke Seite minus 0,35 und unten minus 36,19. Dann haben wir bei Schaft den Sturm 60 Schaft drin. Tuningsdaten, linke Seite minus 2,84 und unten minus 1,7. Bei Griff haben wir den Schlager Soldier Griff drinne. Tuningsdaten, linke Seite plus 0,45 und unten minus 0,36. Und dann habe ich hier noch das 50-Schuss-Magazin drinne. Ich zeige euch die Waffe einmal kurz im Schießstand. Ich habe hier auch Tracer Muni, by the way. Ist auch sehr geil. Also die Vel macht mir auch persönlich sehr viel Spaß. Eine sehr, sehr gute Wahl. Ja, ich finde sogar die Vel irgendwie cooler als die Wasnef sogar. Ich weiß nicht warum, irgendwie fühle ich diese Waffe mehr als die Wasnef. Die Lachmann-MP fühle ich aber am meisten. Boah, auch sehr geil, sehr geil, sehr geil. So, dann kommen wir zu den letzten beiden Waffen. Und zwar habe ich hier einmal die Kronen-Squall drinne. Die darf man auch nicht unterschätzen. Und zwar haben wir bei Mündung den Sakin Threat
40 drinne. Tuningsdaten, linke Seite plus 0,62 und unten plus 0,29. Bei Lauf habe ich den HR 6,8 Lauf drinne. Tuningsdaten, linke Seite plus 0,39 und unten plus 0,22. Dann haben wir bei Visier das Zielhilfen V4 Visier natürlich wieder drinne. Tuningsdaten, linke Seite minus 2,32 und unten ganz auf nah. Dann haben wir hier das 50 Schuss Magazin drinne und bei Unterlauf den F-Tech Ripper 56. Tuningsdaten, linke Seite plus 0,54 und unten haben wir plus 0,39. Wirklich sehr geil, also guckt euch das mal an. Wie schnell der umgefallen ist, ne? Der auch. Auf Long Range ist es ein bisschen schwierig, weil da musst du ein bisschen natürlich deinen Rückschuss kontrollieren, aber die Kron Squall ist geisteskrank. Das Einzige, was man hier halt kontrollieren muss, ist halt wirklich der Rückstoß, aber Schaden macht sie extrem, extrem viel. Okay, so, die spiele ich zusammen hier mit der Buzz-Pi. Die Buzz-Pi hat auch einen großen, großen Buff bekommen mit dem neuen Update. Und zwar spiele ich die folgendermaßen: bei Mündung den Spiral V3.5 Mündungsdämpfer drin. Tuningsdaten, linke Seite minus 0,68 und unten plus 0,28. Bei Lauf habe ich den 6,5 Zoll Bruen Drake Lauf drinne. Tuningsdaten, linke Seite minus 0,47 und unten minus 0,21. Dann habe ich bei Laser den VLK LZR 7MW Laser drinne. Tuningsdaten, linke Seite minus 0,39 und unten minus 41,13. Dann bei Griff den D37 Griff drin. Tuningsdaten, linke Seite minus 0,45 und unten ebenfalls auf minus 0,45. Dann das 50 Schuss Magazin rein und ich zeige euch die einmal im Schießstand. Hat sich auf jeden Fall sehr, sehr krass verbessert. Man merkt es direkt auch im Schießstand schon. Also die Buzz-Pi ist auch eine sehr, sehr gute Wahl und ist jetzt auf jeden Fall in dem Ranking nach oben gerutscht. Also könnte eventuell sogar besser sein als die Vell 46. Vielleicht auch besser als die Vaznev, aber auf Long Range ist halt schwierig, weil sie so einen horizontalen Rückstoß hat. Aber auf Close und Midrange geht es auf jeden Fall klar. Ich meine, es ist ja auch eine Waffe für Close Range. Die Buzz-Pi sollte man nicht aus dem Auge lassen, weil sie hat wirklich einen sehr, sehr großen Buff bekommen. So, das war's jetzt mit dem Video. Leute, ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß mit den ganzen Waffen hier. Guckt euch die neuen Tarnungen an, versucht die neuen Tarnungen freizuschalten. Wir haben ja jetzt hier bei Events ebenfalls ein neues Tarnungsevent. Wenn wir hier alle abschließen, bekommen wir eine neue Waffentarnung. Und wenn wir das Ganze für eine Waffenkategorie abschließen, bekommen wir diese Waffentarnung hier. Und ja, Leute, ich freue mich darauf, die neuen Tarnungen freizuschalten. Das werde ich heute in dem Raid machen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao.